Hallo und willkommen zur Johnny Infoshow. Yay, endlich geht's wieder rund hier mit der Infoshow. Wobei wir gar nicht so viele Infos haben, deswegen gibt's auch wieder ordentlich Show heute. Ich habe heute geplant, endlich mal wieder Top Fails zu bringen. Und weil es schon so lange her ist, mache ich eine Top 5. Darüber hinaus werden wir endlich Let's Show und Giveaway machen. Da gibt es schon zwei Gewinner, die noch nicht wissen, dass sie Gewinner sind von den zwei damaligen Spielen. Und während ich die verkünde, werde ich auch gleich das dritte Spiel bringen. Lass mich mal überlegen, wenn ich das gebracht habe und das gebracht, wie viel Zeit haben wir dann wohl noch? Ich weiß nicht, ob wir noch eine Kategorie schaffen. Und falls ja, dann lasst euch überraschen, welche das ist. Entscheide ich vielleicht spontan. Was seht ihr gerade im Hintergrund? Im Hintergrund seht ihr meine Überlegungen, wie wir den Upload-Plan gestalten. Das habe ich jetzt nicht beides synchron gleichzeitig gemacht, ansonsten könnte ich mich aufs Bubble nicht konzentrieren, wenn ich über den Upload-Plan nachdenke. Denn der wird ganz schön umgeschmissen ab nächste Woche. Aber es ist mir wichtig, dass unter der Woche nach wie vor nur zwei Videos kommen und am Wochenende so zwei bis drei. An der Projektanzahl ändert sich nichts, denn für Dark Souls wird Resident Evil 2 enden und für Final Fantasy wird, was wird eigentlich enden? Downfall, also es enden zwei Projekte, es beginnen zwei neue. Allerdings möchte ich Final Fantasy X aufgrund seiner Größe natürlich wieder ein bisschen öfters bringen, so wie damals, wie ich es mit Final Fantasy 8 gemacht habe. Und meine Überlegungen, wie ich das so jetzt zusammenbauen werde, das seht ihr im Hintergrund. Ich werde das natürlich dann auch als einen Upload-Plan dann auch hochladen, wenn dann Final Fantasy 10 hier einflattert. Und ich werde auch in Klammer dazu schreiben, wie lang die Parts ungefähr gehen. Ich sage ja immer so 20 bis 30 Minuten, aber wie ihr vielleicht seht bei den Rollenspielen, möchte ich schon so knapp 30 Minuten immer bringen, damit wir da einfach vorankommen. Ja, ansonsten viel Neues. Ich möchte mal kurz überlegen. Ich glaube, so schnell wird auch nichts mehr Neues beginnen. Klar, wir haben genug. Resident Evil 6 wird jetzt wieder losgehen, da wir mit Last of Us Left Behind fertig sind. Ja, Metal Gear ist ja auch frisch gestartet, also ist momentan eine neue Projektflut. Und das war's damit dann auch erstmal. Damit sind wir auch jetzt eine gute Weile beschäftigt. Ja, ist doch schön. Naja. Nach wie vor ist noch geplant, nach Resident Evil 6 gibt's Schlag den John. Das ist nicht vergessen. So viel dazu. So, ich hatte eine kurze Sprechpause gemacht, auch wenn ihr davon nichts gemerkt habt. Also nicht wirklich zumindest. Denn das war's schon an Infos. Viel mehr gibt's nicht. Viele neue Projekte. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Und mir ist noch eine Kategorie eingefallen, die ich gerne noch einbringen würde. Die würde ich jetzt sogar jetzt als erstes bringen. Es ist jetzt schon knapp ein Jahr her, da habe ich meinen Retro-Kanal ins Leben gerufen. Ja. Und es ist echt ein richtig gemütlicher Kanal und es haben sich schon einige Projekte dort angesammelt. Und ich habe mir überlegt, ich werde mal so ein kleines, einen kleinen Zusammenschnitt machen. Ich denke, das werde ich immer so einmal im Jahr machen, hier auf dem Hauptkanal. Damit ich eventuell noch mehr Anhänger finde, die auf die älteren oder auch Indie-Games Bock haben. Und ich werde auch noch eine kleine Vorschau bringen. Denn es gibt ja auf dem Retro-Kanal keine, so wie hier, wie heißt es? Nicht Most Wanted, sondern... wenn so ein dummes Wort fehlt hier, da... Coming Soon! Oh, schlimm. Ja, das gibt's ja auf dem Retro-Kanal nicht und ich möchte euch mal einen kleinen Vorgeschmack bringen, was da auf jeden Fall wahrscheinlich noch in nächster Zeit so kommen wird. An Indie-Games und Retro-Spielen. Und viel Spaß mit dem Zusammenschnitt. Falls es euch nicht interessiert, wie immer unten in der Beschreibung könnt ihr natürlich spulen. Denn danach werde ich dann gleich mit den Fails loslegen. Das heißt, wir werden uns dann auch gar nicht mehr hören. Und danach machen wir dann das Let's Show und Giveaway. Ich denke, dann haben wir auch schon wieder eine relativ volle Infoshow. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß damit und bis denne.
Jo, da bin ich doch nochmal. Denn ich glaube, ich bin mit dem Uploadplan noch gar nicht fertig. Ich habe mich jetzt so kurz gehalten, deswegen mache ich jetzt doch schon etwas im Vorfeld. Und zwar werde ich die Gewinner bekannt geben, die bei Let's Show and Giveaway gewonnen haben. Ach ja, eine wichtige Sache noch. Es bei unserem Contest, ich bin momentan in der ich verteile die Preise Phase. Das zieht sich ein bisschen, weil ich jedem Trostpreisgewinner, also die Hauptpreisleute, die haben ihren Gewinn schon, aber bei den Trostpreisgewinnern, die mitgemacht haben, bei denen zieht sich das ein bisschen, weil ich die Leute immer erstmal einzeln frage, was sie gerne hätten. Dann gibt es 2, 3 Dinge zur Auswahl und da muss ich auf eine Antwort warten, und, beziehungsweise ich warte natürlich höchstens 2 Tage oder so, und dann kriegen die irgendwas aufgedrückt. Und sobald ich diese Antwort habe, dann weiß ich ja, was ich dem Nächsten noch anbieten kann aus meinem Pool von Spielen und so weiter und so fort. Deswegen zieht sich das ein bisschen bei den Trostpreisgewinnern, aber es ist vorteilhaft, dafür dürft ihr wählen. Und ich meine, wo kann man das schon mal bei einem Trostpreis, ne? Ist doch eine coole Sache. Aber jetzt gehen wir noch schnell über zu den Gewinner der Let's Show and Giveaway. Ihr wisst ja, wenn man da einen Kommentar schreibt, dass um das Spiel geht, dann gibt's dieses Spiel. Ja, das ist ja Sinn und Zweck dieses Formats. Jetzt ist nur das letzte kleine Problem, da hat er schon mal wieder gefailt in seiner Organisation. Denn dadurch, dass ich das so aufgeschoben habe, ungewollt, habe ich die Infoshow von damals nicht mehr, von diesem Blair Witch Horrorspiel. Da haben wir ja Volume 2 oder 3 gespielt. Und ich habe die Kommentare nicht mehr, weil ich ja das Video löschen musste aufgrund YouTube-Richtlinien und so weiter, wo man ein bisschen aufpassen muss. Ja, das ist failig, das war neu für mich. Deswegen habe ich mir jetzt in Zukunft werde ich mir die mal rausschreiben für dieses Format. Ich lerne ja zum Glück aus meinen Fehlern. Nichtsdestotrotz, jetzt ist es bei dem Blair Witch Project Dingens, ist es weg. Ich weiß nicht mehr genau, wer was geschrieben hat, und deswegen machen wir jetzt einfach Plan B. Machen wir einfach die Notlösung. Wenn ihr damals geschrieben habt oder wenn ihr jetzt auf einmal Bock habt auf so ein Trash-Horror-Game, dann schreibt mir einfach jetzt. Dann schreibt einfach jetzt nochmal kurze Worte zu dem Spiel. Ist zwar nicht ganz Sinn und Zweck der Sache, aber dann werde ich es einfach nochmal spontan verlosen. Und das wird auch ganz schnell gehen. Nach 2 Tagen werde ich an dieser Stelle eine Anmerkung schreiben, wer das Spiel bekommen hat. Oder beziehungsweise wer es bekommt. Und die Person werde ich dann auch per PN anschreiben. Ist ein bisschen unglücklich verlaufen, aber sorry, bin auch nur ein sehr verpeilter Mensch. Aber hey, von unserem letzten Spiel, Jade Cocoon 2, da habe ich noch sämtliche Kommentare. Ja. Und der glückliche Gewinner, der sich glücklich schätzen darf bei Jade Cocoon 2, ist nach reichlicher, spontan Überlegung. Nein, eigentlich überlege ich nicht. Ich würfel das quasi aus, kann man sagen, damit es schön fair bleibt. Und der Gewinner ist Blue Ice Shiva. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe aus dem Kommentar herausgelesen, dass du auf jeden Fall daran interessiert bist. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass die Würfel für dich gesprochen haben. Ja. Ich weiß, du hörst dir die Infoshow an. Schreib mir einfach eine PN mit Adresse und dann schicke ich dir das Spiel zu. Das gleiche gilt dann auch für den Gewinner des Horror-Trash-Games auf dem PC. Und ja, sorry nochmal, war verpeilt. Jetzt dürfte auch mittlerweile mein Upload-Plan, der ab nächste Woche dann gilt, sobald Final Fantasy X rauskommt, dann wird dieser Upload-Plan in etwa umgesetzt. Auch dazu dürft ihr mir gerne Feedback hinterlassen, aber rechnet nicht damit, dass ich da groß was ändere. Denn das ist halt mein Ding, ne? Ja. Okay, aber jetzt genug geblubbelt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Let's Show and Giveaway, einer Top 5 Fails und einen schönen Zusammenschnitt und eine kleine Preview meines Retro-Kanals. Ciao! Welche Waffe ist... Okay, was voll... ist ein Schild? Ich mache dem keinen Schaden, das höre ich am Sound. Ich sollte mich mal heilen. Ja, die Sichel bringt schon mal nichts. Ich habe keine Magie. Mein Typi kann das, ja. Dann lass ihn doch einfach die Arbeit machen und du rennst hin und her. Ich nehme mal die Axt. Mit einer Axt kann man bestimmt so ein Ding abschlagen. So ganz klassisch, ne? Ja, Kopf ab.
Ja, ich mach tatsächlich Schaden. Komm, komm her, komm her. Du hässlicher Drache, komm. Ach, ist das du schön. Du schaffst das. Yay. Widow. Widow. Die ganz normale Widow, die mir beinahe auf den Kopf gesprungen wäre. Oh, und jetzt hat sie sogar geschafft. Was ist denn los? Immer schön in Bewegung bleiben, dann hüpft sie mir auch nicht auf den Kopf. Das Schöne ist, die macht ihre eigenen Dinger da kaputt, wenn sie drauf springt. Oh, lass doch die Spinnen drin, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Auch so ein Gegner, wo ich eigentlich fast lieber habe, wenn der Gegner Spinnen ein Champion ist. Also dann sich einfach anders, fast besser, gemütlicher verhalten. Ob ich hab jetzt, jawohl, friedlichen Orten. Okay, gut. Dann also auf nach oben. Oh, neuer Gegner. Mal gucken, was er drauf hat. Angriff. Was war denn das, ey? Enttäuschend. Ey. Treffe ich auch mal? Gut. Alles klar. So, dann wieder ab ins Dorf. Das ist gar nicht so schlimm. Das ist wenigstens irgendwie brechenbar, finde ich. So, Fleisch, sehr gut. Also, obwohl wir da uns ein bisschen dumm angestellt haben, sieht es doch jetzt wieder ganz nett aus. Und zack! Ja, der lebt sogar noch. Oh, da wird es sich zu Tode. Das tut mir aber leid. So, ich kann ich nicht kaputt machen. Oh, noch mehr Fleisch. Ich habe auch gerade ein bisschen Fleischglück. Klingt ein bisschen blöd, aber okay. Fleischglück. So, oh. Auch da hatten wir Glück. Riesenzombie. Oh, sag mal. Ah, war schön, Geld. Allein deswegen lohnt sich schon wieder da. Zum Yeti. Zum zweiten Mal. Ich habe leider nur 2 Leben. Aber mal gucken. Eigentlich ist er doch gar nicht so schwer, wenn man ihn mal gerafft hat. Das ist halt immer die Sache. Man muss die Phasen erstmal kennenlernen. So, bitteschön, mein Freund. Und zack. Ich denke, ich werde ihn jetzt schaffen. Der ist eigentlich einfach, wie Raven Knight schon meinte. Definitiv auch einer der einfacheren. Ich habe mich halt nur mal wieder blöd angestellt. Zum Beispiel jetzt muss man hüpfen. So, und dann klappt die Sache, wenn man es weiß. So, und wieder bam, 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 bam. Aufpassen. Und da hast du was für den Kopf. Und nochmal. Dusch. Ich schätze mal, dass ich ihn wieder 4-5 Mal treffen muss. Schauen wir weiter. Hier in dem Schiebetür ist nichts. Nein, das ist nichts. Die Bilder haben wir uns auch schon angeguckt. Schaut mal an. Jetzt wissen wir auch, dass die eine US-Konsole hatten, denn so sahen die Super Nintendo-Spiele in Amerika aus. Die haben nicht damals in ein europäisches Super Nintendo gepasst, es sei denn, man hat so einen kleinen Adapter gehabt. Das hier ist Super Spitfire, das habe ich noch nie gehört. Jetzt möchte ich mir auch das andere noch angucken. Das haben wir Journal of Crystal, das sagt mir auch nichts. Ich denke, das werden Spiele sein, die es nicht wirklich gibt. Aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. So, legen wir wieder zurück. Also es wurde nicht nur Street Fighter gespielt. Das ist ja schon mal beruhigend. So, machen wir wieder dicht. Ich hatte so einen Adapter übrigens früher. Und dann konnte ich ganz stolz Chrono Trigger spielen. Ha. Das kann aber auf Dauer echt nervig werden, wenn es hier nie eine Mitte oder so gibt. Ich hoffe, da kommt doch mal... So, hier ist bestimmt was für mich drin. Ja. Oh, nicht ausrutschen. Ah, gefährlich, gefährlich. Wie zielsuchend dieser Panzer einfach ist. So. Ich nehme einfach den blauen da mal mit. Der könnte mir noch an irgendeiner Stelle vielleicht behilflich sein. Das Ganze hier zu überstehen. Ja, ich nehme meinen Panzer mit. Boah, jetzt nimmer. Okay. Bis dahin ist ja alles cool, aber jetzt wird's wieder ungemütlich. Aber du kannst es vielleicht schaffen. Morala, mein Sohn, lass mir bitte noch die Zeit, dir etwas zu sagen. Ich habe dir etwas verschwiegen. In Terra lebt eine Frau. Diese Frau ist deine Mutter. Meine Mutter? Du sagtest, sie wäre tot. Vergib mir. Wir haben uns getrennt und ich hatte einen solchen Hass. Ich wollte nicht
dass sie dich wiedersehen kann. Dieses Bild da. Ich weiß nicht, manche kennen vielleicht die Story von diesem Bild. Und, ja, ich habe dann noch ein bisschen nachrecherchiert und habe mir das mal durchgelesen. Es gibt diese Bilder, wo man hier sieht, die gibt's ja alle eigentlich in echt. Also man merkt ja, dass die eingescannt wurden. Die wurden ja nicht speziell für das Spiel gezeichnet oder so. Und das Bild hat zum Beispiel eine ganz krasse Hintergrundgeschichte. Das gilt ja auch als verfluchtes Bild und ich finde es auch ziemlich creepy. Und ich kann mal an der Stelle den Link, was ich mir da durchgelesen habe über das Bild, kann ich euch gerne mal verlinken in der Beschreibung. Falls ich es vergesse, schreibt es mir bitte in den Kommentar. Auf! So, diesmal ist es ein bisschen anders wie... Oh, super, das geht ja gut los. Diesmal springt unser Karren nicht mit, sondern wir springen aus dem Karren heraus. Oh Gott. Puh, und das musste ich wohl tun, um an einen Bonus zu kommen, oder ist das... Nein, das war der richtige Weg. Das andere hätte mich wahrscheinlich in den sicheren Tod geführt. Okay. Bleib mal cool. Mal schauen. Ah, da unten habe ich was gesehen, ne? Da hätte man eventuell... Ja, ich glaube, hier wird es definitiv Bonis geben. Die Hälfte haben wir schon mal und da hätte ich eigentlich nicht springen sollen. Die ich eigentlich am meisten hasse. Oh Mann. Hey! Wir haben's ja schon. Was kommt hier? Bum-Bum. Och, Bum-Bum. Weißt du, irgendwann wünschte ich dir auch mal einen Sieg, aber nicht heute. Oh! Der wollte abhauen hier. Er wollte tatsächlich mal eine Fliege machen. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir die beim ersten Mal schaffen. Jetzt habe ich quasi die Ehre von, der P-Flügel-Aktion wieder gerettet. Und wisst ihr was? Es ist... aufs Meer zu düsen. Schauen wir uns mal hier weiter um. Hier ist es wieder unglaublich hell. Oh ja, das sieht wirklich nicht mehr zu gebrauchen aus, das ganze Zeug hier. Also wenn ich keinen Hinweis bekomme wegen diesen Zahlen, dann will ich zumindest diese Zahlen, die dort auf dem Blatt Papier standen, nochmal ausprobieren, also das Ergebnis. Ich weiß zwar nicht, was das für einen Sinn macht, aber... Naja. Den, denke ich mal. Boah, das war knapp. Jetzt wieder da hoch. Jo. Und da hoch. Jo. Also zwischenzeitig ist es ja nicht so schwer. Aber jetzt halt wieder. So, da kann ich normal drauf, da bin ich mir sicher. Bei dem muss ich wieder mit einem Superjump. Jo. Aber ich war schon mal so weit. Das ist alles nicht unbedingt super für mich. Oh nein! Ich hasse das Spiel. Ich kack gleich ab hier. Es fehlt nimmer viel in diesem Spiel, um Dreck einfach nur noch sonst wohin zu schleudern. Das gibt's doch nicht, ey. So eine Scheiße! Wo bin ich? Wo häng ich denn jetzt gerade? Ah, toll. Wieder ganz unten! Fast! Ich will nimmer! Leck mich doch am Arsch hier! Scheiß drauf! Bierfässer. Ich bin im Dienst. Oh, ja. Verdammt. Ein riesen Kühlschrank. Da klebt was. Könnte nützlich sein. Ein Magnet.
Mit Coca-Cola. Oh. Schon wieder Werbung. Ich besorg's mir nur. Was? Ich borg's mir nur. Scheiße. Ich besorg's mir nur. Okay, es ist spät. Ja, es ist spät. Entschuldigung. Sie borgt es sich natürlich nur, mein Gott. Die Lebensmittel sind verdorben. Da kommt einer. Ah, das sind Klicker. Klicker sind ja harmlos. Klicker sind ja, ehrlich gesagt, meine Lieblinge. Gehst du da rein, oder? Ah, der hat mich gehört! Wow! Das war so klar, ne? Klicker sind meine Lieblinge, die sind so harmlos. Okay. Doch. Ja. Ja. Aber sowas von, das ist Ada. Man hört es auch an der Stimme, an der Figur. So eindeutig. So, und jetzt, entschuldige mich kurz, ich brauche das. Und ich heile mich am besten auch gleich. Der Raketenwerfer natürlich, so gehört sich das. Ne, heilen noch nicht. Erstmal wieder wegkommen. Zwei Schuss haben wir, das muss sitzen, ne? Also. Au! Okay. Jetzt heilen? Ich heile mich lieber. Das ist mir zu dunkel. So hellrot. Einmal mehr als einmal zu wenig. Wir rüsten den Raketenwerfer aus. Jetzt versuchen wir in eine bessere Position erstmal zu kommen. Zum Glück ist sie nicht langsamer, wenn sie in den Händen hält. Oh, noch einmal und jetzt bin ich dran, du Arschloch. Nein! Okay, alles cool. Nichts passiert. Wir haben noch einen Schuss, Freunde. Ah, okay. Wie sieht's aus? Grün. Ich habe nur noch einen Schuss. Sitzen, warum habe ich nicht getroffen? Ich hätte auch direkt vor ihm vom Latz sein, dann würde ich noch auf jeden Fall treffen, ne? You lose, big guy. Der Counter läuft noch. Es ist noch nicht vorbei, Freunde, wenn ihr das jetzt gedacht habt. Nee. Es geht weiter. Zurück zu Sherry und ab hier. Raus aus dem Mist. Weit ist der Weg ja nicht. Andererseits, ich würde gern... Nee, das war hier nicht. Okay. Aber hier irgendwo war noch eine Kiste auf dem Weg. Die würde ich gerne noch ganz schnell hinspazieren. Das ist jetzt natürlich ärgerlich, dass ich keinen Schuss mehr frei habe. Den Raketenwerfer. Eventuelle Dinge, die noch kommen könnten. Naja. So gehen. Ich will aber auf jeden Fall... Kann ich hier in der Ecke sogar nochmal speichern? Nee, das erlauben sie mir nicht. Egal. Was habe ich noch? Heilung. Und noch ein Fahrband für den Fall der Fälle. Ich lass mal... reicht das von der Muni? Muss eigentlich reichen. Muss... Ja, ihr merkt schon, ich bereite mich noch auf was vor hier. Mach ich bestimmt nicht ohne Grund. Ich hab mal für den Raketenwerfer noch mal was bekommen, deswegen... Lass ich mal drinnen. Für die Leute, die sofort treffen, die haben natürlich einen kleinen Vorteil. So. Wir sind so gut wie da. Nee, Quatsch, was mache ich denn? Oh, ich bin so ein Schussel! Das liegt aber jetzt mehr an der Aufregung an sich. Ich bin so angespannt gerade. Und dann kommentiere ich. Und dann ist die Konzentration halt fernab meines Spielskills. Ich kann es natürlich auch positiv ausdrücken. Ich will es nur spannend machen. So. Ja, sicher! Klar! Habe ich auch voll den Nerv gerade. Hätten sie schenken können. Das ist immer noch nicht vorbei, der Counter läuft noch. Ah, ich will aber noch einmal speichern, so muss ich das Gedöns nochmal machen. Ich muss nochmal hinten rauslaufen. Ich hoffe, ich darf überhaupt speichern, wenn der Counter läuft. Das ist auch so eine Sache. Wo startet dann der Counter, wenn ich sterbe, ne? Merkt er sich das, oder? Wenn die Zeit nicht reicht, dann könnte ich mich jetzt auch ultimativ töten mit einer Speicherung. Deswegen werde ich auf einem anderen Slot speichern. So. War doch noch eine Schreibmaschine, oder? Ja. Los, ich habe keine Zeit. Eine Schreibmaschine. Mach bitte! Gott. Dazu habe ich keine Zeit! Mädel! Aber zum Hinlaufen! Ah. Shit, ich darf nicht speichern.
Gemein! Okay, okay. 50 Sekunden. Ich weiß nicht, was ich in der Zeit noch alles machen muss. Vielleicht muss ich ja nur noch die Kiste anwerfen und gut ist. Das schaffe ich ja. Selbst hinter Resident Evil 2 Counter knapp werden zu lassen. Faszinierend. Der Tunneltor ist nicht auf, ihr Kröten, ihr Elendigen. Der ist draußen. Ich weiß, ich weiß. Nein. Ich will nicht failen. Ich will das jetzt schaffen. Deswegen sind da auch Zombies. Deswegen kann man sie sich auch eventuell nicht sparen. Ich hab keine Zeit. Ich hab keine Zeit. Ah, oh, Mann. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Jetzt hängt's auch da noch böse ab. Ja, das war halt jetzt durch viele Faktoren scheiße. Hopp. Ich will die Sequenz nicht sehen. Ich muss da nochmal rein. Ah! Schön. Lass dir noch mehr Zeit. Hi. Meine Zeit. Oh, das wird so böse. Failig. Lass mich in Ruhe. Nein. 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 Hopp da rein. Das reicht nimmer. Das wird ganz böse, eng und eklig. Das wird so eklig. So eklig, knapp und tödlich. Oh. Oh Gott. Leicht. Nein. Drück. Drück, 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 drück. Es war aber knapp. Ist es vollbracht? Das Blut ist verschwunden. Sind wir noch in der Welt der Lebenden? Ja, das sind wir. Wir werden für immer hier sein. Es sei denn, ich fühle eine schwache Präsenz. Ein kleiner Funke nur, aber er könnte alles zu Fall bringen. Aber du sagtest, dass uns niemand gefährlich... Wir müssen den Grund finden und vernichten. Was immer du wünschst, mein neuer Fürst. Doch wo sollen wir suchen? Ja, und damit herzlich willkommen zu Let's Show and Giveaway. Diesmal ist es ein PC-Spiel. Schon ein bisschen älter, wie man auch an der Grafik sieht, aber es ist eins der guten. Diesmal kein Trash. Ich kann nicht glauben, dass schon Midsommer ist. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Und ich kann noch so viel davon mit dir verbringen. Es scheint nie genug zu sein. Du weißt, ich muss morgen los. Also, hast du über mein Angebot nachgedacht? Ja, und ich würde liebend gern mit dir kommen. Aber ich glaube nicht, dass ich kann. Es ist nicht meine Bestimmung, ein Held zu sein. Aber meine Bestimmung ist es, an deiner Seite zu sein. Sag nur ein Wort und ich bleibe hier bei dir. Nein, Benedikt, du kannst nicht hier bleiben. Ich meine, schau dich an, in dieser glänzenden Rüstung. Du darfst deine Zeit nicht in diesem Dorf verschwenden. Geh und fang mit deiner Ausbildung an. Es war schon immer dein Traum. Ich dagegen gehöre hierher. Egal, was die Leute sagen, das hier ist meine Heimat. Ich bin kein Abenteurer. Keine Sorge. Die Welt zu retten hört sich für mich viel einfacher an, als dir all das zu geben, was du verdienst. Ich werde nicht lange weg sein. Versprochen. Vorsicht! Versprich nichts, was du nicht auch halten kannst. Benedikt! Komm mal her! Irgendwas stimmt nicht! Paul, du suchst dir wirklich immer den ungünstigsten Zeitpunkt aus. Und du bleibst genau hier. Nicht weglaufen. Was? Wer sind diese... Oh nein! Lauft um euer Leben!
Jo, und da kommen wir auch schon ins Spielgeschehen mit WASD-Tasten, um den Charakter zu bewegen, und benutze die Maus, um die Richtung zu ändern. Okay, durch die Flammen hier. Oje, oje. Das hier ist das Spiel Venedica. Und es ist so eine Mischung aus Adventure, Rollenspiel, Action. Ja, Action, Adventure, Rollenspiel. Ja, das trifft's ganz gut. Oh. Immer ich. Bleib da! Ich bin gleich bei dir. Na, da hat man nochmal Glück, dass wir den Sturz überlebt haben. Nein! Hilfe! Irgendwer hilft mir! In deiner Nähe ist ein Gegenstand. Benutze den Aktionsknopf, um den Gegenstand aufzuheben. Gedrückt halten mit gezogener Waffe. Mit dem Aktionsknopf kannst du die Objekte und Personen interagieren. Okay, dann nehmen wir das mal. Schürhaken. Du hast deine erste Waffe gefunden. Drücke E, um sie zu ziehen, und dann benutze den Aktionskopf zum Schlagen. Soweit, so gut. Das Ganze hat natürlich auch eine Vollfett-Unterstützung, was soll es ja nicht. So, erstmal die Brennmission gleich damit aufkriegen. Jetzt den Angreifer hier. Jawoll. Oh, das war unser erster Kampf. Ja. Natürlich ist sie keine Kämpferin, das merkt man schon. Das arme Kleid total zerfetzt. So, dann machen wir doch gleich mal weiter hier. Assassinen, man weiß zwar nicht, warum sie angreifen, aber gut. Wenn ihr jetzt meint, das ist einfach so ein Action-Adventure, weit gefehlt. Es gibt hier noch sehr krasse Spielelemente. Ich befürchte nur, in diesem Anspielformat kann ich euch die nicht zeigen, deswegen werde ich euch davon ein bisschen erzählen. Aber mal abwarten, vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Benedikt? Das war nicht so leicht, wie ich dachte. Nein, nein, das kann nicht sein. Du bist in Sicherheit. Das ist alles, was zählt. Tu mir das nicht an. Bitte. Ich werde bei dir sein. Immer. Oh nein. Benedikt, nein. Nein. Tja, eins muss man ja lassen. Das Spiel kommt schnell zur Sache. Meine Tochter. Wer bist du? Dir bleibt keine Zeit, um deinen Verlust zu beweinen. Was ist das hier? Ein Traum? Nur du stehst zwischen dem Leben und der ewigen Dunkelheit. Ich verstehe das nicht. Was bedeutet das alles? Du besitzt Kräfte, derer du dir noch nicht bewusst bist. Diese Kräfte musst du beherrschen lernen. Das ist dein Schicksal. Kräfte? Ich besitze keine Kräfte. Mein Geliebter ist gestorben und ich konnte nichts dagegen tun. Ich bin keine Kriegerin. Wie konnte das alles nur passieren? Du wirst alles erfahren, schon sehr bald. Für den Augenblick aber muss dir genügen, dass du weißt, dass du stark werden wirst und das Schicksal deiner Welt entscheiden kannst. Meiner Welt? Es gibt nichts mehr, was mich in dieser Welt halten kann. Was auch immer es ist, von dem du sprichst, es wird ohne mich geschehen müssen. Meine Tochter, höre mir genau zu. Ich werde dir Macht geben und Schutz. Damit wirst du Großes bewirken können.
Du kannst Menschen wiedersehen, die deine Welt verlassen haben. Benedikt! Oder du setzt deine Macht ein, um diejenigen zu zerschmettern, die dir und den Menschen, die dir nahestehen, dies angetan haben. Tröstet dich das? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, die er uns da stellt, aber wir sind romantisch veranlagt. Ja, gib mir die Macht, Benedikt wiederzusehen. Also ist es Liebe, nach der du strebst. Wie dem auch sei, deine Beweggründe sind für mich nicht von Bedeutung. Solange du meine Aufgabe erfüllst, finde das Versteck der Mondklinge, die ich vor langer Zeit für dich hinterlassen habe, und setze sie ein, um nach Venedig zu gelangen und den untoten Fürsten zu besiegen. Mondklinge? Welcher untote Fürst? Von nun an werde ich über dich wachen. Und niemals könntest du einen stärkeren Verbündeten als mich an deiner Seite haben. Und nun schlafe, meine Tochter. Aber ich habe noch so viele Fragen. Schlafe. Mit dem Anbruch des Tages wird deine Last sich lindern. Aber... Schlafe. Dann schlafe ich halt. Okay, das Spielelement, das ich meinte, wurde jetzt doch schon ein bisschen eingeläutet. Ach, du bist wach. Es tut mir alles so leid für dich. Ich hatte einen schrecklichen Traum. Benedikt starb. Und dann traf ich... Ich glaube, es war der Tod. Er sagte mir, ich solle eine Waffe finden und nach Venedig gehen. Ich bin so verwirrt. Auch wenn ich es noch so sehr wünschte, Liebes. Es war kein Traum. Benedikt ist tot. Aber ich fühle noch immer seine Gegenwart, als wäre er bei mir. Genau hier. Viele Tote sind seit letzter Nacht zu beklagen. Auch mein Jol wird niemals nach Hause zurückkehren. Ich fühle mich ganz benommen. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Das wird vergehen. Ganz sicher. Und jetzt solltest du dir erst einmal etwas Neues zum Anziehen besorgen. Am besten du fragst Matteo. Seine Tochter ist ungefähr in deinem Alter. Matteo? Der Schmied am Ende der Dorfstraße. Ach, du bist wirklich durcheinander. Er kann dir auch einiges über Klingen erzählen. Gut, wir könnten da jetzt natürlich noch weitaus mehr uns unterhalten, aber ich möchte euch natürlich so viel wie möglich nur von dem Spiel an sich zeigen. Bis später. Beziehungsweise, wenn ihr das Spiel gewinnt, ihr wisst ja, wie es funktioniert, einfach ein Kommentar mit, ja, es muss, sollte über das Spiel so ein bisschen gehen. Dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil und im nächsten Let's Show Give It Away werdet ihr dann namentlich, ja, gratuliert. Im Betten kannst du dich erholen und ja, das ist mir schon klar. Ich muss es sagen, die Grafik ist doch noch ganz schön hübsch. Gut, es ist alles so ein bisschen überhell. Ich weiß nicht warum, aber... Also sie leuchtet, aber schaut euch mal diese Weitsicht an. Also das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus, oder? So, jetzt kann ich euch noch ein paar Sachen zeigen. Zum Beispiel, wenn ich auf C drücke, dann kommen wir in unsere Charakter, in unseren Charakterbogen sozusagen. Gesundheit, Mentalenergie und Schattenenergie. Denn der Tod in diesem Spiel ist etwas ganz Besonderes. Wenn sie nämlich stirbt, dann lässt es unser Typi, den wir im Traum gesehen hatten, nicht so ganz zu. Und dann kommen wir in eine ganz besondere Welt. Das war die Sache, die ich euch noch ein bisschen erklären wollte. Und hier können wir später mit Fertigkeitspunkten unseres Wertes skillen. Dann haben wir auch ein Inventar, klar. Was haben wir noch? Dieses zeigt deine Waffen und Rüstungen. Okay, aber da haben wir jetzt natürlich noch nicht viel, außer den Schürhaken, der natürlich einen gewissen Schaden hat und man kann ihn auch verkaufen. So dass, ihr habt ja das Kampfsystem schon ein bisschen gesehen, dass, es ist so ein bisschen Hack-and-Slay-mäßig, aber auch mit Taktik verbunden. Also das reicht ein, da reicht es nicht einfach nur, wie blöd die Tasten zu hämmern. Und schaut euch das mal an. Ein richtig fetter Skill-Tree hier, den wir mit der Zeit leveln können. Da gibt es echt viel. Liebesgrüße. Dieser Tritt unter die Gürtellinie bewirkt 30 Schaden und Benommenheit. Aha, der heimliche Stich. Was gibt's denn da noch alles? Macht des Hammers. Wie man sie skillt, das ist natürlich ganz im individuellen Ermessen. Die Macht der Mondklinge. Das verrät natürlich schon, dass wir die auch schon bald bekommen werden, die wir gerade suchen. Todesbiss, also da gibt es ganz viele interessante Sachen.
Tipps, klar, unsere Aufträge, unser Questlog sozusagen, also, ja, nicht schlecht, würde ich sagen. Ich glaube, das ist sogar von einem deutschen Entwickler, das Ganze. Deck 13, die normalerweise immer so reine Point-and-Click-Adventures machen. Und ich muss sagen, die haben hier echt ein gutes Spielchen abgeliefert. Die Karte ist auch ganz nett da oben, wie ich sie gerade sehe. Ich versuche noch den Schmied zu erreichen. Warum ich das Spiel hergebe? Weil ich es doppelt habe. Gespielt habe ich es damals fast durch, glaube ich. Oder habe ich es sogar durchgespielt? Ich glaube, ich habe es sogar durchgespielt. Weil es hat, vor allem storytechnisch, hat es echt gefesselt. Das hat richtig Spaß gemacht. Und auch, ja, eigentlich hat das ganze Spiel aus total Spaß gemacht, einfach nur. Ja, so wie es sein muss. Kann mich jedenfalls an nichts Negatives erinnern. Ja, so. Der Schmied. Ich muss zum Schmied, weil ohne den Schmied kann ich nicht weitermachen und da kann ich euch auch nichts Neues zeigen. Und uns rennt die Zeit davon. Was hat sie gemeint? Am anderen Ende der Straße. Warte mal, da stehen ein paar Leute. Wir können mal gucken, ob wir mit denen quatschen können. Hey, Scarlett. Komm mal her. Was ist? Ah, Scarlett. Du hast den Angriff überlebt. Wie man sieht. Wieso bist du so überrascht? Naja, ich hab dich letzte Nacht kämpfen sehen. Du hattest wirklich mehr Glück als Verstand. Aber mal im Ernst. Es gibt einige Sachen, die du noch lernen solltest. Merk dir vor allem, dass jeder Gegner eine Schwachstelle hat. Und zwar ohne Ausnahme. Jeder. Außer dir natürlich. Du hast mehr Schwachstellen als letzte Nacht. Gut, ich spreche das mal ab, sonst reden wir die ganze Zeit nur. Hier können wir, das ist so ähnlich wie bei Gothic, hier können wir auch Fertigkeiten lernen. Das ist quasi eine Art Trainer. Später vielleicht. Das machen wir jetzt aber nicht. Scarlett. Nein, machen wir immer später noch nicht. Vielleicht. Aber schön, ne, dass es auch Lehrer gibt. Ich habe das nämlich in Gothic immer gemacht, muss ich sagen. Und die Typen, die lassen mich durch, sobald ich mit dem Schmied geredet habe, weil wir müssen ja wirklich nach Venedig aufbrechen. Und es stimmt, was der Typ hier gesagt hat. Jeder Gegner hat eine Schwachstelle. Und die zu finden, ist meistens die taktische Komponente in diesem Spiel. Beziehungsweise damit umzugehen. Gut, aber hier ist kein Schmied. Hier. Bist du ein Schmied? Bist du mein Schmied? Du hast viele von uns gerettet und hast... Nimm diese... Ich kann auch nicht gehen. Wo ist die Windmühle? Windmühle? Wo ist diese Windmühle? Es ist eine Taverne bei einer Brücke nach Venedig. Okay. Danke. Alte Kette erhalten. Ach, er hat mir eine Kette geschenkt. Ja, sorry, hey, das jetzt. Scarlett, ich muss mit dir sprechen. Was ist denn das jetzt? Vielen Dank für deine Hilfe. Trotzdem musst du das Dorf verlassen. Wir sind nicht mehr sicher, solange du da bist. Was meinst du damit? Diese Assassinen. Wir wissen noch immer nicht, woher sie kamen. Aber sie haben nach einem Fremden gesucht. Und du bist das einzige Findelkind des Dorfes. Die einzige ohne... Wir sind... Oh, vielen okay. Dank. Gut zu wissen. Ich werde mal wieder aus meinem eigenen Dorf verbannt. Da stehen sie wieder, damit ich nicht durchkomme. Da ist die Mühle. Kann ich da noch was machen? Ich finde natürlich alles außer den Schmied. Das war ja klar, ne? Du warst nicht der Schmied. Du bist kein Schmied. Sieht nicht wie ein Schmied aus. Schöne Kirche. Da könnte man noch reingehen. Ist jemand Schmied? Ach ne, da bin ich hergekommen. Super. Kann ich hier rein? Nein, natürlich nicht. Ich brauche natürlich neue Kleidung. Ich meine, ich fände es zwar lustig, wenn wir so rumrennen würden, aber... kann ich springen? Ne, ich glaube, in dem Spiel kann man gar nicht springen. Da komme ich auch nicht auf diese... Doch, ich komme da theoretisch drauf, aber will sie das wirklich machen? Ne, natürlich nicht. Es sieht auch ein bisschen unsicher aus, ehrlich gesagt. So... Aber hat sie nicht gemeint, am Ende der Straße ist der Schmied? Könnt ihr natürlich auch schnell in meinen Questlog mal gucken. Wo war das? Da. Quest. Nein, das nicht. Angemessene Kleidung. Finde etwas Neues. Matteo, der Schmied, hat deine Tochter in meinem Alter. Er kann mir neue Kleidung geben. Sein Haus befindet sich in der Nähe des Dorfausgangs. Ah, also war ich ja doch schon fast richtig eigentlich. Nee, aber... Dorfausgang, es gibt ja eigentlich zwei. Hier ist hier der Schmied. Hier vielleicht. War ich hier vorher nicht schon?
Schmied? Schmied! Schmied! Was ist, den Schmied zu suchen? Das ist uncool. Jetzt bräuchte man da noch so ein... Na gut, dann war er wohl doch oben. Warte mal, wer bist du? Ah ne, mit euch habe ich schon gesprochen, ja. Du bist nicht mein Schmied. Dann beim anderen Ausgang. Ja, Let's Playen würde ich sowas übrigens nicht. Das, ich weiß nicht. Ihr wisst ja, ich bin sehr, sehr wählerisch. Also ich finde es zwar gut, aber jetzt nicht so übermäßig gut. Ich werde gerade angerufen, aber die Nummer kenne ich nicht. Nö, dann ist es nicht wichtig. So. Hier jetzt beim Dorfausgang. Also hier bei der Mühle. Ach, da ist er. Ja, das ist wirklich nah beim Ausgang. Gibt sogar Erfahrung, dass wir hingelatscht sind. Hey, Scarlett. Komm herein in meine schöne Schmiede. Tut mir leid, dass es ein bisschen unordentlich ist. Seit letzter Nacht ist das Dach etwas undicht. Und mein Gehilfe ist in einige Pfeile hineingestolpert. Und schließlich musste ich noch meine Schmiedezange auf dem Kopf eines Angreifers zerbrechen. Aber ansonsten ist ja alles in bester Ordnung. Also, was kann ich für dich tun? Ich brauche neue Kleidung. Naja, meine Tochter ist ungefähr... Okay, kürzen wir das mal ab. Wir können ja nicht so lange spielen. Zumal jetzt weiß ich nicht, wo die Kleidung ist, ne? Oder bringst du mir sie? Nee. Wie? Mondfrühlinge? Nee, das wird nichts bringen. Ich brauche neue Kleidung. Naja, meine Tochter ist... Die sind in einer Truhe in meinem Haus. Das schräg gegenüber auf der anderen... Du kannst sie gern mitnehmen. Okay, schräg gegenüber. Also das hier. Nee, da komme ich nicht hin. Schräg gegenüber. Was ist dein Haus, guter Mann? Das da? Komm ich hier rein? Ah ja. Matthäus Haus. Haben wir sogar gefunden. Das Spiel wird gespeichert, so, dann werden wir ihn mal ausrauben, ne? Ich komme ja eh nie wieder hierher. So, gewöhnliche Kleidung. Ja. Klingt zwar nicht schick, aber hey. Wenn du Gegenstände kaufst oder findest, ja klar. So, die werden wir auch gleich anziehen. Die ist verschlossen, da kommen wir nicht ran. Vielleicht gibt es später sowas wie Dietriche. Weiß ich gerade nicht mehr. Was ist hier unten, wenn ich schon mal da bin? Mal ein bisschen gucken, ne. Kann ja nicht schaden. Kann ich so Zeug untersuchen? Ne. Scheint nicht. Ja. Also wir werden jetzt natürlich nicht mehr viel großartig von dem Spiel... erfahren. Ziehen uns jetzt noch um. Wenn ich darf. Da. Gewöhnliche Kleidung. Zieh an. Hast du es angezogen? Nein. Das hast du immer noch deinen Lumpen an. Gegenstände für Aufträge. Ach, das sind meine Questgegenstände. Okay. Aber angeblich ist es grün umrandet, als hätte sie es an. Rechtsklick? Nee, was ist das? Irgendwas mit Alchemie? Ja, weiß ich nicht mehr. Okay. Das ist seltsam. Was ist denn das? Achso, da komme ich wieder raus. Ja, gut. Vielleicht will sie sich noch nicht umziehen. Gut, weil ich habe die Kleidung ja mitgenommen, ne? Das ist schon die, ja. Da ist auch noch Zeug, aber wir sind hier in keinem Elder Scrolls, also so extrem kann man hier nicht ausrauben. Ja, wie es halt bei einem Rollenspiel so ist, man kann, im Grunde kann man nicht viel zeigen in 20 Minuten. Ich kann euch vielleicht nur den Tipp geben, wenn ihr euch für das Spiel an sich interessiert, dann, wie gesagt, die Sache mit dem Tod und dem Kampfsystem... Aber auch die Welt und die Story, die wird hier nochmal deutlich komplexer und krasser. Wenn ihr euch unsicher seid, schaut vielleicht mal in einem YouTube-Video rein oder so. Ich kann es nur empfehlen. Und ja, wir werden sie in diesen Lumpen lassen. Wir werden den kleinen Ausblick hier jetzt einfach beenden. Ich weiß nicht, wo ich hier hochtipple, aber vielleicht kriegen wir zum Abschluss nochmal eine richtig schöne Aussicht. Und dann, ja, hoffe ich... Hat es euch gefallen? Venetica, die Reise nach Venedig. Es ist auf jeden Fall ein Augenschmaus und ein gutes Spiel. Eure Meinung? Ich bin gespannt.
Mal gucken, kann ich hier runterfahren? Nee, runterfahren kann man grundsätzlich nirgends. Okay. Nein, bleib ruhig oben. Genießen wir die Aussicht. Das war's von Let's Show and Giveaway dieses Mal. Wie gesagt, die Gewinner von den letzten beiden Folgen, die habe ich ja schon am Anfang der Infoshow genannt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zur nächsten Kategorie oder wenn es das Ende der Infoshow ist, dann bis zum nächsten Mal. Euer John McCloud.